Let's play some games, weil Zocken geil ist. It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. Hallo und willkommen bei Let's Play Some Games Co-op Carnage. Kuso, Sirius und ich, Haggy, spielen für euch das neue Saints Row 4 und wir freuen uns, endlich den Nachfolger des dritten Teils in den Händen zu haben, endlich mal wieder mit Autos durch die Gegend zu fahren, Sachen zu zerstören und einfach mal richtig die Sau rauszulassen. Viel Spaß beim Anschauen. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Okay. Ah, get und, the chopper. Ja, und gleich schon hier eine Anspielung. Auf? Welcher Film? Apocalypse Now, doch. Genau. Ne? Ja. Apocalypse Now. Ja. Oh, Sean D. I'm sorry, I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Can we talk part about this being a setup? It's not a setup, the intel is good. Oh, da fällt mir gerade ein, kann man eigentlich in Saints Row 4 Untertitel einblenden? Also ich hab Untertitel. Ah, da muss ich sie bei mir noch einblenden. Ich hab's auch nicht auf Deutsch, ich hab's auf Englisch. Ja, ich auch. Mit deutschem Untertitel hab ich halt. Ah, okay. Sean D. We're 3 minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry. Is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Archer Odekar. Follow me. Geheimnisvoll, geheimnisvoll? Was haben wir denn da? Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. Er erinnert mich ja an den Ninja aus G.I. Joe. Ja. Move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers in. Ja, war ja klar. On my signal, we. So. We gotta move. Hasib Allah yakhrib baytak wa at. Sehr schön. Yeah. Oh, das tut sicher weh. Ja, so viel für einen Chiropraktiker. Come on, this way. Auch mal reinspringen, egal wie tief. Ja, eben. Wir sind die Saints, hallo? Ja. The Saints of Los Angeles. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests. Hold on. Ach Gott, der. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your hammer is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key. Ich glaube, da werden wir noch eine ganze Menge Leute aus Saints Row 3 wieder treffen. Ah, da vorne bist du. Jetzt dürfen wir mal. Okay. Hold position.
Ich werde nachher gleich nochmal an der Maussteuerung ein bisschen basteln müssen. Das ist mir doch ein bisschen zu empfindlich. Groß machen kann ich noch nichts. Jetzt gehe ich mal Execute AF. Okay. Und. Fokusch. Oh, schön. Ich glaube, der ist tot. Was ich auch immer an Saints Row 3 geliebt habe, das war das Aiming. Das war echt super. Ja, das hab ich geliebt. Ja, wie gesagt, also ich spiele es ja auch mit Tastatur und Maus. Weil Gamepad kann ich wirklich nicht. Ja, ich spiele es ja hier mit der iPhone Remote Control. Also ich spiele es jetzt komplett mit dem iPhone. Und vielleicht im Verlauf des Spiels zeige ich vielleicht das mit der Kinect-Unterstützung. Mit Gedankensteuerung, ne? Ja. Das ist für Saints Row 5 angedacht. Da kommen sicher die Finishing Moves und die Nahkämpfe super toll mit. Natürlich. Dazu brauchst du natürlich nur einen Raum von 10 Quadratmeter. Am besten direkt eine Trainingshalle. Das sind die empfohlenen Einstellungen. Für den Kunde Central-Teil. Ja. Benötigt eine Trainingshalle. Oh, I'm not dropping the bomb. Oh, geil. Ich muss sofort an Michael Bay denken. Hier, yeah, Bitch. Yeah. Clark. Every mission has its bumps. You call that a bump? You're lying, aren't you? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Yeah. Sam Fisher ist ein Scheiß dagegen. Let's see how you can handle yourself, Mr. Synology. We'll be on my. Ah, so rennt man. Jetzt kann man auch endlich rennen. Oh, Panzerfaust oben. Ja, bin schon dran. Und besser zum Explosionseffekt auslösen. Bam, 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 bam. Oh, da oben haben wir mit dem Scharfschützengewehr oder was? Nein, Panzerfaust. Panzerfaust mit Lasersight. Genial. Ja, in einem geschlossenen Raum immer Bombe. Wie man alle wieder voraus seid. Ich schlaf direkt vor dir. Brich die Tür auf. Ja. Bam. Diese typische Call of Duty Sequenzen. Türe aufbrechen und dann alle halt killen. Ja. Oh, ich hab einen übersehen. Jetzt nochmal, sicher das gleiche nochmal. Exzellent. Sehr lecker. Aber leider keine Bluteffekte an der Wand hinterlassen. Muss direkt abgezogen werden von der Punktewertung. Cyrus the Virus. Natürlich. Und ist das auch ein glatzköpfiger Typ? Das wäre natürlich. Ja, fast. Nicht der Ski vom dritten Teil? Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir gleich besiegen. Oh. Quick Time of Death. Okay, ja, ich kann nur zugucken. Achso. Ah, du machst das aber gut, ich sehe das schon. Jawohl. Jetzt klatschen wir gleich ab. Boah, schöner Schuss. Ja, danke. Damn it. He lost the nuke.
Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen den Nuke stoppen. Ja. Und auf die Rakete drauf. Ja, genau. Während sie nach oben fliegt, natürlich entschärfen. Nein. Nein, oh, wirklich wieder auf die Rakete drauf. Natürlich, super. Wir sind die Saints. Armageddon. Ja, nein. Au. Die Platte habe ich gefressen. Geil, ich hab noch Musik im Hintergrund. And I don't wanna miss a thing. So geil. Hoppale. Hoppale. Das Ding fällt irgendwie auseinander, bevor wir überhaupt hoch sind, ey. Da brauche ich ja nicht viel zu machen. Einfach mal ein paar Kabel rausziehen, das funktioniert schon. Yep. Geil. Super. Yeah. Willkommen zurück in Sailport City. Ah, mein Büro. Die Oval Office. Geil. Ich fühle mich wieder heim. Bewunderung Amerikas freigeschaltet. Press all buttons to initiate global thermonuclear war. Super. Berater. So. Benjamin Motherfucking King. King. Bist du reif, den Player? Fragt sicher. Kann ich hier eigentlich in Ding ins Option-Menü reingehen oder so? Weiß ich nicht. Ah, jetzt haben wir Charakter anpassen. Ja. Okay. Also. Warte, ich muss es schon ein bisschen so machen, wie ich aussehe, ja. Also, ein bisschen breiter. Ja. Dann sag Bescheid, wenn du fertig bist, weil ich weiß nicht, ob es direkt losgeht, wenn ich jetzt hier auf Spiel starten klicke. Ich muss es natürlich auch ein bisschen asiatisch anhauchen. Also, jetzt muss ich nochmal hier. So. Also mein Charakter sieht mir wie aus dem gleichen Ei aus, Junge. Oh Gott. Ich geh mal hier durch ein paar Sachen durch. Na, ich muss hier... Wie sehe ich ungefähr aus? Eigentlich habe ich Nerdbräune. Nerdbräune, yeah! Ja. Das ist die gesündeste, die du haben kannst. Sex Appeal. Ja, und da muss ich natürlich ein bisschen alles hier kleiner einstellen, weil bei Asiate wissen wir, kleiner Penis, großes Herz. Ja. Für die Frauen da draußen, wisst ihr Bescheid. Ja, okay. Oh Mann, hey, mit 39 sehe ich noch nicht so scheiße aus, da muss ich ein bisschen, weil bei Fett spannt ja die Haut und dann wird es schön glatt. Das wissen die wenigsten. Ja. Kein Wunder, dass du aussiehst wie 18. Ja. Du, ich tu mein Bestes. So ein bisschen abnehmen. Sieht aus, echt. Ja.
Das ist so, das ist ja das Schlimme an Spielen. Customizen, 40 Minuten, spielen 5 Minuten. Ja, das habe ich aber allerdings auch. Also ich habe mir ja zum Glück den Charaktergenerator schon vorher da runtergeladen und ich hing da ungefähr fast eine Stunde an dem Charakter dran und wie gesagt, aber so, ja, der funktioniert. Ja, da gibt es einen Haufen geile Frisuren. Ja, nicht nur die. Vielleicht muss ich das nachher auch ein bisschen abkürzen. Aber kein Ding. Lass dir Hollywood Zeit. Ready. Oh, sowas habe ich ja in Saints Row 3 getragen. Oh ja, ich mache wieder. Den habe ich auch letztes Mal gehabt. Ja, es muss ein bisschen hier. Habe ich Facial Hair? Ja, ein bisschen war so ein 3-Tage-Bart. Ja, aber das ist ja alles. Das ist ja alles weiß bei mir. Warum? Weil du noch keine Farbe ausgewählt hast. Das ist ja auch bei Make-up und sowas. Ach so, muss ich das bei. Okay. Moment. Also bei Make-up muss ich das raussuchen? Nee, ich glaube, wenn du Facial Hair irgendwas ausgesucht hast, da draufklickst, dann darfst du auch die Farbe dafür aussuchen. Ach so, okay. Okay, Grundeinstellungen sind halt immer weiß irgendwie. Ja, okay, jetzt muss ich nochmal hier Face, Features. Oh, und die ist Direktorin geworden. Anstieg von Angriffen von Hauskatzen. Führt zu einem landesweiten Rückruf von Katzenfutter. Der bitte? Marke. Bitte was? Hier steht unten, ich hab da unten Nachrichten laufen. Ja, achso, okay. Der Marke Genki Schmausi, so. You want it, do you? Woo! Aren't you the little snack? Hersteller von Autotune Kehlkopfmikrofon meldet Rekordgewinne. Just a little kiss. You picked that up. That's right. Lebensgeschichte des ehemaligen Wrestlers Angel de la Muerta. Muerte. Jetzt am Broadway. Super. Das Musical Die Dampframme startet kommende Saison.